Welt soll es erfahren, alle Menschen unserer Erde. Jeder nur ein Kreuz, Leute, ne? Ein Kreuz nur. Diese Freude, diese Botschaft, das Gott lebt und in uns liebt. Was sind Ihre drei Lieblingsreligionen? Meine ist das Christentum. Okay, Platz 1. Platz 2? Das Judentum. Okay, Platz 3? Ja, für mich gibt das sonst nichts anderes. Ach, nur die beiden? Ja. Ich bin für keine Religion. Wie? Aber Sie tragen noch ein Kreuz jetzt gerade hier. Ja, ich glaube an die Bibel. Stehen alle letztlich, sagen wir mal, auf der Seite des Lebens und das ist immer die Seite Gottes. Alles klar. Dankeschön. Aber nicht, Verzeihung, nicht der islamische Gott. Es geht hier um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Um Gottes Willen, natürlich. Ihr seid aber schon gegen Abtreibung, oder? Wir sind nicht gegen Abtreibung, sondern für Abtreibung, für körperliche Selbstbestimmung. Auf den Scheiterhaufen mit Ihnen, Ketzer! Die müsste richtig durchgreifen und gegen die linken Chaoten mal ein bisschen Gewalt anwenden. Natürlich. Ja. Das lernen Sie es doch nicht. Ja, aber dass, ist ja so. Dass der Staat sich verteidigen kann. Aber ist das denn mit dem Christentum vereinbar, dass man da jetzt drauf prügelt? Ich prügel ja nicht, sondern die Polizei, ja, die Polizei soll prügeln. Ja, weil die Polizei muss ja schließlich die Dummheit ihnen bewusst ins Gehirn prügeln. Ja. Heute sind hier ungefähr 5000 Anhänger dabei. Wie viele davon sind bewaffnet? Wenn Sie, also kommt drauf an, wenn Sie das hier als Waffe schon sehen. Nein, das kann schon tödlich sein. Fragen Sie mal Jesus Christus, ne? Aber der ist selber dran gestorben, aber hat das nicht gegen andere erhoben. Ja, das ist ja Sie können ja jetzt vielleicht versuchen, Sie zu bekehren. Sie haben jetzt die Chance, Auge in Auge. Wir sind ja hier ganz sichtbar unterwegs und für das, wofür wir eintreten. Wer hat dann eher Chance, ins Paradies zu kommen? Ich eher unauffällig oder Sie mit dem ganzen Tamtam hier? Ich als Landesvorsitzender von den Lesben und Schwulen natürlich habe die beste Karten. Sie sind was? Ich bin Landesvorsitzender von den Lesben und Schwulen in der Union. Ach, dann sind Sie wahrscheinlich einfach bei der falschen Demo, oder? Nee. Hallo, schönen guten Tag. Ich komme von einem Satiremagazin. Mhm. Habe ich trotzdem eine realistische Chance, nicht in die Hölle zu kommen? Ja, die haben Sie. Auf jeden Fall. Aber wenn Sie jetzt gegen Verhütung sind und gegen Abtreibung, was für eine Sexualpraktik würden Sie mir denn empfehlen, wenn ich einfach nur ein bisschen Fun haben will? Was denn sowas? Ein bisschen Fun einfach nur haben will. Oder ist das... Das ist sündhaft. Ach so. Ja. Also das heißt, man sollte es nicht nur aus Spaß dann machen? Nur aus Spaß. Mit Verantwortung. Ja. Gut, dann brauchen wir auch schon mal keine Nummer mehr zu tauschen. Putschgerüchte gegen Angela Merkel. Die Stimmung in der Union ist schlecht. Zeit, etwas Gutes zu tun mit unserer Abschiedskarte. Wann ist Angela Merkel weg? Um 21 Uhr. Ich soll ihn von Schäuble ausrichten. Operation Uckermark läuft. Die Katze steht im Regen und bellt den Mond an. Treffpunkt 6 Uhr an der Alten Eiche. Ich? 6 Uhr an der Alten Eiche. Ja. Sehen wir uns. Ja. Bis später. Und zwar haben wir hier eine Karte, um Angela Merkel alles Gute zu wünschen. Würden Sie kurz unterschreiben? Aber natürlich. Das ist doch eine schöne Idee. Normalerweise tun Sie die Leute hier verarschen. Ja? deswegen bin ich hier sehr vorsichtig, aber nö, da muss die Unterschrift kann ja... Da kann man nichts mit falsch machen. Alles klar. Ja, verarscht. Wir haben eine schöne kleine Aktion. Was denn? Was? Warum denn nicht? Wir laufen so viele weg, man hat echt das Gefühl, Darmstadt liegt auf der Balkanroute, ehrlich. Einfach eine kurze Unterschrift. Ist so eine Grußkarte für die Frau Merkel. Also eine Art Urlaubskarte, also eine Karte, mit der wir Merkel in den Urlaub schicken. Ach ja, schön. Ne? Wir schneiden ein schönes Video für die Frau Merkel zusammen. Könnten Sie ihr vielleicht ein paar schöne Abschiedsworte in die Kamera sagen? Abschiedsworte? Ja. Ja, nun, schade, dass es so ausgeht alles. Ja, aber sie hat es gut gemacht, oder? Viele Jahre hat sie nicht viel gemacht und auch nicht viel verkehrt gemacht. Ja. Hau ab, hau ab Merkel? Nee. Das finde ich aber jetzt krass. Ich gebe das gern so weiter an Sie, aber dann können Sie natürlich nichts mehr werden in der Partei.
Aber die Kanzlerin war eine tolle Frau, muss man sagen. Nee, sie ist eine tolle Frau. Jetzt spreche ich nicht in Vergangenheit. Sie ist Kanzlerin. Sie war eine tolle Kanzlerin, nee, so muss ich sagen. Nein, sie ist eine tolle Kanzlerin, da muss ich Ihnen widersprechen. Ja. Sie hat das toll gemacht als Kanzlerin. Nee. Sie macht es immer noch toll als Kanzlerin. Sie hat super gemacht. Wir schneiden gerade ein schönes Video. Wieso gehen Sie weg von mir? Bleiben Sie da stehen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, sie war eine tolle Kanzlerin, muss man sagen. Sie ist eine tolle Kanzlerin. Hat sie super gemacht als Kanzlerin. Sie macht super. Hat das fantastisch gemacht. Aber jetzt mal unter uns, ne? Die CDU so ein bisschen weiter rechts wäre doch auch nicht schlimm, oder? Ohne Merkel. Oder? Wollen Sie jetzt der neue rechte Flügel der CDU werden? Oh Gott, dann ist er aber schlecht um den bestellt. Geben Sie sich einen Ruck. Geben Sie sich einen Rechtsruck? Nein. Finger in Po, Mexiko. Ist die Kanzlerin, ne? Ja. Können Sie schon die Kanzlerraute? Haben Sie schon geübt? Nein. Also erstmal will ich Sie in die CDU aufnehmen. Ja. Und dann sehe ich Sie als den Bundespräsidenten der CDU. Aber ich mache jetzt auch nicht jeden Scheiß mit, ne? Ja, gut. Frau Merkel, ein kurzes Gespräch. Wir schaffen das. Aber wenn Sie erstmal gestürzt sind und jemanden zum Reden brauchen, dann habe ich vielleicht keine Zeit. Aber als Kanzlerin war sie toll. Sie war als Kanzlerin toll. Jetzt sagen Sie doch mal, dass sie als Kanzlerin toll war. Sie war eine tolle Kanzlerin. Ich kann nicht sagen, dass sie als Kanzlerin toll war. Sie ist Kanzlerin und sie ist toll. Sie hat es toll gemacht. Sie hat es toll gemacht, oder? Das habe ich ganz vergessen, Angela Merkel die Abschiedskarte zu geben, wo wir eben so schön geplaudert haben. Aber ist ja kein Problem. Schicke ich sie ihr einfach per Luftpost. Tschüss. Europawahl, das ist Spannung pur. David McAllister ist auf Wahlkampftour und das ist seine erste Station. Uelzen, ganz Niedersachsen, ist aus dem Häuschen. Interessiert natürlich keine Sau, ne? Aber kriegen wir schon irgendwie geschnitten. Hallo. Hallo. Ich wollte mal Hallo sagen. Was? Ich wollte einfach mal Hallo sagen. Sie wollen Hallo sagen? Ja, warum denn nicht, oder? Ja, und? Einfach mal Hallo sagen. Ich wollte einfach mal, weil alle Ihnen die Hand schütteln, dachte ich, Sie sind vielleicht wichtig, aber sind gar nicht wichtig. Na gut, dann gehen Sie weiter. Mr. McAllister, Sir, ich bin's, ich begleite Sie heute. Ist das toll? Freue mich. Ja, ehrlich? Ja, natürlich. Warum machen Sie das eigentlich nicht so erfolgreich wie die Kanzlerin und sagen zu allem einfach gar nichts? Naja, die Kanzlerin nimmt jeden Tag zu allen wichtigen politischen Fragen Stellung. Sonst wäre sie ja nicht so eine international hoch angesehene Regierungschefin. Sehen Sie, jetzt haben Sie schon wieder was gesagt. Deswegen sind Sie auch nicht Kanzler, sondern nur EU-Spitzenkandidat. Hier in der prunkvollen Jahrhunderthalle in Uelzen hält McAllister seine erste Rede. Und wie gewohnt reißt er mit seinem feurigen Temperament alle von den Stühlen. Wahnsinn! Ich muss dieser Lichtgestalt weiter folgen, selbst wenn er am Arsch der Welt auftritt. Und tatsächlich, er fährt nach Wolfsburg. Ich sag immer, die EU ist total wichtig, vor allem für abgehalfterte Politiker, die in Brüssel ihr Gnadenbrot verdienen. Ne? Also das stimmt ja nun überhaupt nicht mehr. Nehmen Sie mal David McAllister. Den meinte ich jetzt eigentlich. Den meinen Sie bestimmt nicht. Was halten Sie als CDUler denn von der doppelten Staatsbürgerschaft? Muss nicht unbedingt sein. Jetzt hat McAllister ja die doppelte Staatsbürgerschaft. Ist der Mann überhaupt wählbar? Ja, na klar. Ist auch ein guter Deutscher geworden. Herr McAllister, ich bin's wieder. Sie ein zweites Mal zu sehen. Wie sieht's aus? Was wollen Sie heute konkret über Fallers Leben und Wolfsburg in Ihre Sendung mit einfließen? Gar nichts eigentlich. Warum ist der Europawahlkampf eigentlich so unglaublich aufregend? Der Europawahlkampf wird... Das war jetzt eine Spaßfrage, ne? Der ist natürlich überhaupt nicht aufregend. Das ist mir schon klar. Warum machen Sie eigentlich nicht so erfolgreiche Politik wie Angela Merkel und sagen einfach zu allem gar nichts? Das habe ich Ihnen schon versucht vorhin. Aber jetzt sagen Sie doch wieder was. Sie sollen doch nichts sagen. Auf zum großen Finale. Ab nach Celle. Und weil man hier noch nicht mal weiß, wo Europa liegt, singt man lieber erstmal das Deutschlandlied. McAllister, ein toller Mann für Europa. Was kann McAllister von Ihnen lernen? Das ist also jetzt ganz schwierig zu sagen. Ich bin eine Frau, was kann er von mir lernen? Ja, gibt von Frauen kann man ja auch was lernen, na oder? Ja, oder? Eine ganze Menge. Ja. Und Sie haben ja auch noch keine Landtagswahl verkackt zum Beispiel, im Gegensatz zu Ihnen, ne? Überraschung. Mensch. Wie sieht's aus? Sie bleiben ja schon wieder stehen. Was muss ich denn noch machen, damit Sie weitergehen? Das gibt's doch gar nicht.
genau, er hat es kapiert. Schweigen wie die Kanzlerin. So wird erfolgreiche Politik gemacht, Mensch. Und damit zurück nach Köln. Sie werden noch mal Kanzler. Können Sie mir erklären, was Chemtrails sind und was die auslösen? Ja, ich denke schon. Das sind Streifen, die sich am Himmel bilden. Die meisten Leute denken, das sind normale Kondensstreifen. Es sind verschiedene Giftstoffe drin, soweit ich weiß. Die atmen Sie ein, Ihr Kameramann. Wir alle, ich auch. Tatsächlich fällt ja auf, dass heute der Himmel komplett dicht ist, ne? Ja, weiß, ne? Hm. Sind das die Chemtrails? Wird gerade gesprüht? Die sprühen doch schon die ganze Zeit, das sieht man doch. Das leuchtet dann so schillernd in allen Farben, das Aluminium. Ich glaube ja, die Lüge fängt viel früher an. Ich glaube ja, Flugzeuge können überhaupt nicht fliegen, sind nämlich viel zu schwer. Das liegt an der Luft. Wenn die unten sind, geht es noch, weil die Luft drückt von unten gegen hoch. Sobald man sagt, die sind oben, ja, ab einer gewissen Höhe, da braucht man diese Chemtrails auch als Kissen, damit diese Flugzeuge... Ach so, weil sonst könnten die gar nicht fliegen. Natürlich. Mit der Lügenpresse kein Interview, mit der Lügenpresse kein Interview. Ach so. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Ach, die meinen mich? Ach, scheiße. Wer steuert das denn? USA. US-Militär. Die wollen uns als Bevölkerung reduzieren. Die sitzen da oben und die sagen sich, es gibt zu viele Menschen, vor allem in Europa. Wenn sie die gesamte Menschheit auf dem australischen Kontinent unterbringen, dann ist es etwa so dicht bevölkert wie München. Und ich war in München und bin an keinen angestoßen. Kann also nicht zu eng sein. Dann ist der Rest des Planeten frei für Landwirtschaft oder Sonstiges. Also alle nach Australien? Nur eine Relation, um mal zu gucken, ob wir zu viele Menschen auf diesem Planeten haben. Ich habe mir gerade eine Eigentumswohnung gekauft. Das interessiert mich nicht. Sie können aber ruhig Ihre Meinung sagen. Ihr seid doch bezahlt. Ihr seid doch bezahlt. Ihr werdet nie den Menschenrechten entsprechend, weil die Deutschen mit einem Personalausweis nach Hitler rumrennen und deswegen könnt ihr die Menschenrechte brechen und ihr könnt getrost eure Kohle kassieren. Ja. Und das war's. Mehr will ich nicht geben. Aber ich musste auch Geld verdienen. Also wenn ich nicht bezahlt werde, kann ich... Aber doch nicht mit Lügen. Und mit Auslassung von Wahrheiten. Der Wahrheit verdiene ich kein Geld. Das senden Sie mal. Ja klar, senden wir das. Chemtrails gibt es seit den 70er Jahren. Dann hat Rudi Carrell den Protestsong gesungen, wann wird es mal wieder richtig Sommer. Musste er deswegen sterben? Ja, das ist Quatsch. Kann ja sein. Das wäre lächerlich. Das ist genauso wie Michael Jackson und so. Die Interesse war zwar da, so Michael Jackson loszuwerden, aber... Hast du auch wegen Chemtrails oder was? Nein, weil der hat auch die totale Aufklärung gemacht. In der Popmusik dieses Jahr. Na, die Popmusik ist doch total unterwandert. Das weißt du ja auch, ne? Also Lady Gaga ist die Schirmherrin von dieser ganzen Illuminatenmucke. Ja, das ist klar. Vampirismus, Porno, bla bla bla. Ja, ja, gut. Chemtrails sind ja gegen die Klimakatastrophe. Das heißt ja, sie demonstrieren im Prinzip für die Klimakatastrophe. Nein, es gibt keine Klimakatastrophe. Ach so, auch das ist ja interessant. Ja. Aber es gibt die nicht? Ja, wie, was gibt die nicht? Ich bin ja kein Wissenschaftler. Und Sie, warum sind Sie heute hier? Ich bin hier, um dich zu beobachten. Ach so. Warum? Weil ich auf dich aufpassen soll, dass du keinen Quatsch machst hier. Ah, okay. Dass du blöde Fragen stellst und die Leute nicht verarschst. Deswegen bin ich hier. Ich beobachte dich einfach nur. Okay, dann bleiben wir in Kontakt. Nee, ich beobachte dich. Ach so, gut. Genau. Und euch beobachte ich auch. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du bist. Es ist unglaublich, aber bei dieser Veranstaltung soll jeder Zehnte ein Spitzel sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enttarnt! Nein. Doch! Nein. Wenn die Sonne im Osten untergeht, jodelt das Rotkehlchen die Internationale. Was soll der Stimme da anfangen? Entschuldigung. Sieht super aus, aber der Bart ist natürlich ein bisschen drüber, die Brille auch. Das sieht gut super aus. Ich weiß nicht, was zu bemängeln ist. Wenn der Luchs auf der Pirsch liegt, kommt der Jägersmann meist unbewaffnet zur Brutzeit
abgelaufen. Jetzt macht's Klick. Sicher? Nein. Sie sind nicht vom Verfassungsschutz, oder? Nein. Alles klar, Entschuldigung, war ein Versehen. Ich bin heute wegen Oskar und Sarah gekommen. Wer ist Oskar und Sarah? Ja, Oskar und Sarah, das wissen Sie doch. Das sind die Leute, die... Ich hab mich vorher nicht informiert. Sie haben sich nicht informiert. Oskar? Oskar. Oskar. Frau Wagenknecht, das finde ich toll. Das ist gelebter Sozialismus. Sie geben selber die Getränke. Das finde ich klasse. Ja, Sozialismus? Weiß ich nicht. Würden Ihre Nachbarn Sie als unauffällig und freundlich bezeichnen? Kurze Antwort. Ja, meine Nachbarn würden nicht erkennen können, ob ich CDU, SPD oder links bin. Also sind unauffällig und freundlich. Ja. Gut, so werden Terroristen natürlich immer von Nachbarn beschrieben, ne? Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Ist natürlich sehr auffällig. V-Ausschnitt. Verstehe ich nicht. Tatsächlich echt kein V-Mann. Herr Lafontaine, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wir haben einen Hinweis bekommen, dass Sie bespitzelt werden. Ich sag nur jung, attraktiv, schwarze Haare, Initialien SW. Klingelt? Das muss ein ganz intelligenter Spitzel sein, der Ihnen diesen Hinweis gegeben hat. Frau Wagenknecht, Sie als attraktive Frau, wenn Sie heimlich beobachtet werden, wie kann man da unterscheiden, ist das einer vom Verfassungsschutz oder ist das nur ein ganz normaler Spanner? Naja, es gibt ja nette Spanner und weniger nette, aber die Verfassungsschützer, glaube ich, gucken nicht so sehr mit Begeisterung, sondern eher grimmig. Brauchen wir wirklich den Verfassungsschutz oder reicht bei Ihnen und Frau Wagenknecht auch weiterhin die Bunte? Nein, für uns reicht allein schon die Heute-Show, denn wir sind dann ständig unter Beobachtung. Aber ich habe die Klatschgeschichte in der Bunte immer gern gelesen. Ist mir lieber als das ganze Politische. Wenn Sie selber von der Bunten sozusagen immer mal geknipst würden, wenn Sie irgendwo Urlaub machen, wäre das auch nicht so doll. Wenn es mit Ihnen zusammen wäre, wäre es mir eine Ehre. Dankeschön. Bitteschön. Und damit sind wir ins Studio. 80er, ein Jahrzehnt der politischen Unruhen und ideologischen Kämpfe. Und was hatte unsere Generation? Christopher Street Day, Love Parade und Karneval. Doch heute geht Deutschland wieder auf die Straße und ich bin dabei. Auf der Anti-Atom-Demo werde ich den Geist der 80er wieder heraufbeschwören. Dufte! Und jetzt, let's fetz! Wo wird denn das neue Atomkraftwerk eigentlich gebaut, gegen das wir heute demonstrieren? Wir demonstrieren noch nicht gegen ein neues Atomkraftwerk. Wo wird denn das neue Atomkraftwerk gebaut, gegen das wir heute demonstrieren? Das wird im Süden von Berlin gebaut. Ich habe jetzt leider, überfordern Sie mich hier gerade ein wenig. Die gegen die Laufzeitverlängerungen demonstrieren wir. Die sind unglaublich. Aber wir sind auf jeden Fall gegen das Atomkraftwerk. Gegen. Alles klar. Danke. AKW, nee, nee, nee. Sehr guter Spruch. Wir wollen alternative Energie. Gebt das Atom der Waffenindustrie. Was eine Enttäuschung. Die Demo verläuft völlig friedlich. Dabei ist die Polizei nur einen Steinwurf entfernt. Wir brauchen Krawall und zwar sofort. Wir brauchen eine spektakuläre Aktion. Ich würde sagen, wir zünden uns an, als Zeichen. Nee, mach ich nicht mit. Hey Ladies, habt ihr Bock, um 16 Uhr am Alex ein paar Autos anzünden? Oder? Jürgen, Kollege, ist schon ein bisschen öde im Vergleich zu den 80ern hier, ne? Nö, ich finde es schön. Das Wetter ist gut, die Stimmung ist gut. Ich wollte ja so ein bisschen den Geist der 80er wieder aufleben lassen und ein bisschen hier auf die Kacke hauen. Weiß nicht, was die Vorstellung von den 80ern ist. Kämpfen. Ja, aber die militanten Demos im AKW-Bereich haben in den 70ern stattgefunden und nicht in den 80ern. Da bin ich ja völlig falsch kostümiert, Leute. So ist es. Ja, Mensch. Naja, wenigstens sehe ich nicht so aus wie ein Frosch. Aber dann. Dann scheint die Situation endlich zu eskalieren. An der FDP-Zentrale erscheinen tausende Trillerpfeifen. Mir wird klar, ich muss zum letzten Mittel greifen, das einem autonomen Revoluzer wie mir noch bleibt. Ich werde mich anketten. Hier, direkt vor der FDP-Zentrale. Angekettet vor der FDP-Zentrale. Das ist wirklich eine spektakuläre Aktion von mir. Und ich gehe nicht eher weg, bis Guido Westerwelle mich höchstpersönlich verprügelt hat. Und damit zurück ins Studio. Lutz von der Horst. Ja.
Wenn Sie jetzt an dem Punkt sind, wo Sie sagen, ach Mensch, so eine Demo, das ist doch mal eine dufte Alternative zum Sonntagsausflug ins Altenheim, dann dürfte Ihnen dieses Angebot unseres ZDF-Reisebüros gefallen. Anfang November, da lockt es wieder, das idyllische Wendland. Luxury meets family. Welcome to Castor Country. Der Himmel auf Schienen trägt einen Namen. Im Wendland Outdoor Day Spa. Von tantrischer Klangmassage bis zu kalten Stirngüssen mit beruhigendem Lavendelduft. Die freundliche Hundertschaft des Wendland Day Spa Team stellt Ihnen gerne Ihr persönliches Wohlfühlprogramm zusammen. Ob Taibo, Nordic Walking oder Fitness mit dem Personal Trainer. Entfliehen Sie dem Alltag und sichern Sie sich jetzt die letzten Isomatten für den nächsten Demo-Gig. Come to Castor Country. Come to where the demo is. Hallo Olli, ich ziehe jetzt in den Straßenwahlkampf mit den Piraten und wir wollen mal mit den alten Klischees ein bisschen aufräumen. Das hier ist Daniel Wagner, hallo. Und das ist? Mein Pseudonym lautet Seelöwe Seelewe. Okay, und was machst du sonst so neben den Piraten? Ich bin Langzeitstudent der Wirtschaftsinformatik. Alles klar, und du? Eine Ausbildung zum Fachinformatiker in Anwendungsentwicklung. Super, mit alten Klischees aufräumen, wird ein steiniger Weg. Fangen wir mal an, oder? Ja, kommt ihr mit oder muss ich das jetzt alleine machen? Komm. Ja, natürlich. Erster Straßenwahlkampf, das erste Mal. Wie ist das so? Im Gegenzug kann ich dir erzählen, wie das erste Mal Sex ist. Ist er denn jetzt ein Schulprojekt oder? Ja, nee, die wollen das ernsthaft machen. Ja, alles klar. Also ich gebe euch noch unsere Flyer. Nimm's mal mit. Interessiert ihr euch für Politik oder eher nicht so? Allgemein gar nicht. Gar nicht, aber dann sind die Piraten genau das Richtige für euch. So. 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 2 macht 9. Wir haben hier einen Skandal. Ihr habt einen Skandal. Der junge Bürger hat für die Piratenpartei gespendet, dafür sind wir auch sehr dankbar, hat aber noch nie eine Spendenquittung erhalten. Ich habe noch nicht mal eine Rückantwort bekommen, nichts. Interessant, was wir hier aufdecken, denn wir sind durchaus auch investigativ. Was wir hier aufdecken, ich habe das hier offengelegt, ja, transparent. Ja, das ist schön blöd, ja, ehrlich. Wie viel haben Sie denn gespendet? Um die 50 Euro waren das. Schön den Fuffi mitgenommen, ne? Die Piraten. Und geben es auch noch offen vor der Kamera zu. Na gut, immerhin ist das Transparenz und das tut manchmal auch ein bisschen weh. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hier, von wegen Transparenz, hinter meinem Rücken, das hat Seelöwe, Seeleweh, gerade getwittert. Ich hätte gern dringend Tipps, was wir mit dem Kamerateam von der Heute-Show nicht machen sollen. Ja, twitter euch doch mal zurück. Bleib doch einfach so, wie du bist. Nee, ist gemein. Ich mach mir die Welt. Ich habe das Gefühl, vor dir laufen die Leute so ein bisschen weg. Es kann dann doch am langen Vampirmantel liegen, finde ich. Es könnte auch einfach am Mikrofon liegen, fürchte ich. Oh, ist ja gut. Das gibt's doch nicht. So gehen die mit eurem Wahlprogramm um. Vielleicht ist es aus der Tasche gefallen. Na klar, natürlich aus der Tasche gefallen. Kannst du dir denn vorstellen, das alles mit den Piraten auch noch in Zukunft zu machen, wenn du deine erste Freundin hast? Hast du wirklich noch keine Freundin gehabt? Oder nur virtuelle? Sowohl als auch. Ja, wir wollten endlich mal aufräumen. Aufräumen mit den immer gleichen Klischees über die Piraten. Und eins hat sich hier eindrucksvoll bestätigt. Alle Klischees stimmen. Und damit zurück ins Studio. Ja, hier im Stuttgarter Rathaus ist gerade die Hölle los, denn hier wird gleich der Schlichterspruch verkündet. Aus gut informierten Insiderkreisen habe ich erfahren, dass ganz Stuttgart geflutet werden soll und komplett auf Schiffverkehr umgestellt wird. Ich find's gut, kann aber auch totaler Blödsinn sein. Wäre es nicht letztendlich günstiger, den Quatsch mit den Bahnhöfen zu lassen und jedem Stuttgarter einen Benz zu bauen? Nein, nicht? Das sind wir, glaube ich, ganz die falsche Adresse. Ah. Ja. Wir sind ja nun mal eine Schienenpartei und keine Autopartei. Kostet uns der unterirdische Bahnhof vielleicht nur die Hälfte, wenn wir uns alle die Bahncard 50 kaufen? Und dann ja, da müssen Sie nicht lachen, Fahrrad. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Nein, das ist ja richtig. Der Bahnhof kostet deswegen den Steuerzahler nicht weniger. Ja. Aber für die Bahn rechnet sich's natürlich schneller, wenn mehr Leute Bahn fahren. Ich wusste, dass das kein Mist ist, weil die haben mich alle ausgelacht in der Redaktion. Ich habe gesagt, ich frage das den Wölfle und der sagt, das ist gut. Ja, Sie können sich auf den Wölfle verlassen. Ja klar, ich bin ja kein Idiot. Herr Conradi, wenn Stuttgart 21 jetzt nicht gebaut wird, macht es dann überhaupt Sinn, Stuttgart weiter zu betreiben?
Das ist ein Raum mit, weiß nicht, 2-3 Millionen Menschen-Einzugsgebiet. Also, natürlich ja. wird der Kopfbahnhof weiter betrieben, was soll die Frage? Herr Käfer, kann ich vielleicht ein Autogramm haben? Ich bin Fan. Sie sind so schön. Ja, ja. Ein Autogramm. Haben Sie die Vorstellung, man könnte Stuttgart einfach vom Bahnverkehr abhängen? War jetzt so eine Idee. Also, eine schwache Idee. Ja, meine Ideen sind nicht immer gut. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt der endlich der Schlichterspruch, denn Heiner geht jetzt rein. Und jetzt alle! Wenn entscheidende Verbesserungen an dem ursprünglichen Projekt vorgenommen werden. Dennoch halte ich die Entscheidung... Ja, das war er, der Schlichterspruch. Ich fasse nochmal zusammen. Alles bleibt beim Alten, aber jetzt wird's richtig teuer. Herr Grube, warum haben die Gespräche so lange gedauert? Da sind ja selbst Ihre Züge pünktlicher. Also unsere Züge fahren mit einer Erhöhung Pünktlichkeit, selbst bei einem schlechten Wetter. Frau Gönner, herzlichen Glückwunsch. Mit dem Schlichterspruch wird ja jetzt nicht nur der Bahnhof unterirdisch, sondern auch das Wahlergebnis Ihrer Partei. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es uns noch gelingen kann, bis zum März die Menschen davon zu überzeugen, dass die CDU im Interesse des Landes unterwegs ist. Und, Aua! Sie haben es gesehen, die 4 Bodyguards von Herrn Mappus haben mir ordentlich die Rippen geprellt. Und dafür werde ich ein Schmerzensgeld fordern, das noch höher ausfällt als das, was Stuttgart 21 kosten wird. Und damit zurück ins Studio. Hallo Olli, viele Patienten halten Sie für naive Spinner, die unser Gesundheitssystem ruinieren. Aber genug von der FDP. Schauen wir mal, ob die alternative Medizin die Lösung parat hat, hier bei der Aktiv und Vital. Jetzt, wo ich Sie hier so sehe, darf ich Sie was zum Thema Kopfpauschale fragen? Fällt mir momentan gar nicht ein. Dieser Yogi-Tee hat ja irgendeine gewisse Wirkung. Sicherlich beruhigend, entspannt, hat so ein bisschen weihnachtlichen Geschmack. Man fühlt sich beruhigend, entspannt und man fühlt sich gut. Ja, nehme ich mal ein Tässchen. Nee, ich spüre eigentlich gar nichts. Was kann man als Schamanin bei bestimmten Krankheiten tun? Zum Beispiel, wenn ich jetzt schamanisch depressiv bin. Wenn ich schamanisch depressiv bin? Ich muss sagen, das fühlt sich sehr, sehr gut an, sehr entspannt. Und hätte ich nicht gedacht, dass mich Gesundheitsminister Rösler mal höchstpersönlich massiert. Ja, wieso kommt da kein Applaus? Kein Applaus, denn durch den Applaus wurde die Schwingung zerstört. Was habt ihr mit dem Applaus jetzt gemacht? Jetzt ist die ganze Schwingung wieder dahin. Vielen Dank. So. Ja, so jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Alles klar. Jetzt schwingt's wieder besser. Ja. Und damit zurück ins Studio. Ich bin hier für die gute Sache. Wir sammeln für die notleidenden Bundesländer. Vielleicht könnten Sie auch uns ein bisschen was geben. Einen roten schmeiß ich rein für den Wobi. Dankeschön. Und jetzt noch für Bremen? Nee. Rheinland-Pfalz? Nee. NRW? Nee. Nichts? Für so Kleckerbeträge hätte ich auch in Berlin sammeln können. Ein Herz für Länder? Ein Herz für Kinder, genau. Länder? Herz für Länder? Ein Herz für Länder. Darum sind wir ja solidarisch, ja? Alles klar. Aber nicht blöd. Wir haben das schon gegeben. Das reicht doch nicht. Ja. So wird der Berliner Flughafen nie fertig. Der arme Wovi. Ja. Soll mal selber was tun für sich. Für den möchte ich nicht einen Knopf abgeben. Nicht einen Knopf. Wie finden Sie das denn, dass die Berliner nicht arbeiten gehen und sich tagsüber betrinken? Eine Sauerei. Auf Deutsch gesagt, ja. Was für ein Tag ist heute und wie viel Uhr ist es? Heute ist Mittwoch und jetzt ist kurz vor 12 Uhr. Alles klar. Wer, glauben Sie, ist fauler, der Berliner oder der Südeuropäer? Wer fauler ist? Fauler. Ja, der Südeuropäer. Warum fragen Sie mich das jetzt? Ja, wenn ich sicher wäre, dass das Geld also in bayerische Kassen kommt, dann hätte der von mir ja was kriegen. Können Sie mir das garantieren? Dass es in bayerische Kassen kommt? Ja.
Ja. Ich meine, sehen Sie es doch einfach als Betreuungsgeld für Wobereit auch. Ja, das gibt es ja schon. Es gibt Pflege, Betreuungsgeld, Unterstützungspauschale, der bekommt alles. Der braucht gar nichts mehr arbeiten. Macht auch nicht. Wer finden Sie sollte am ehesten aus der Eurozone austreten? Berlin, Bremen oder NRW? Ja, Berlin am ehesten. Ja, Berlin, was haben wir mit Berlin zu tun? Wäre es rückblickend vielleicht besser gewesen, wir hätten Berlin dem Russen geschenkt? Nein, das möchte ich nicht. Denn ich liebe die Russen zu sehr, um ihnen das anzutun. Also ich würde sagen, er kann hier ruhig an und setzt sich ein. Nachher soll er sich das selbst helfen. Nein, schau dir doch mal an. Wir bezahlen doch keine kleinen geleckten Würstchen, so wie Wobi. Denn die sollen sich selber helfen, dann hilft ja auch Gott, weißt du das. Ein Glück, dass ich einen Übersetzer dabei habe. Was meint er jetzt? Also er sagt eigentlich eher nein. Hallo, Berlin kriegt weiter Geld. Hand drauf! Das war der Beweis, liebe Berliner. Keine Sorge, ihr kriegt weiter Kohle. So, und jetzt sagen wir alle nochmal solidarisch, ich bin ein Berliner. Ein Berliner. 38,04 Euro. Davon kann sich der Wovi ja nicht mal eine Flasche Shampoos leisten. Aber zum Glück fließt das Geld ja weiter nach Berlin. Das hat mir Horst Seehofer fest in die Hand versprochen. Und damit zurück zum Rest der Republik. Ja. Ich bin heute hier, weil der politische Aschermittwoch für mich als Kölner auch eine der wenigen Möglichkeiten ist, auch nach Karneval weiter zu saufen. Prost und los geht's. Hallo. Hallo. Das heißt, Geschichte nennt sich so und der Erfolg nennt sich so. Der Horst nach Gutenberg, das letzte große Sexsymbol in der CSU. Glauben Sie, dass zu Gutenberg wieder aufersteht, an Ostern zum Beispiel? Er wird nicht auferstehen, aber er wird, wenn er will, selbstverständlich wieder in der Politik eine wichtige Rolle spielen. Wir brauchen solche Menschen. Können Sie für mich vielleicht noch mal kurz einordnen, wie Sie das finden, was mit Gutenberg gemacht wurde? War es schlimmer oder weniger schlimm als das Attentat auf Kennedy? Nee, das sind ja Größenmaße, das ist schwierig zu sagen. Also. Es war schlimm, es ist menschlich, er ist verfolgt worden, er ist getrieben worden, er ist gehetzt worden. Also schlimmer. Ja. Eine Riesensauerei. Ja, eine Riesensauerei, was da getrieben wurde mit dem Gutenberg. Wie kann man über eine Doktorarbeit reden, wenn deutsche Soldaten in Afghanistan kämpfen, oder? Das ist, woran ich immer an der Demokratiefähigkeit der Deutschen zweifle, die populistische Dynamik ist enorm. Können Sie mir auch ein Autogramm vielleicht geben? Das wäre sehr nett. Natürlich. Am besten vielleicht einfach auf den Rücken drauf. Das wäre ganz toll. Aber da kriegen Sie ja Schwierigkeiten mit Ihrer Frau, gell? Ja, ich habe ja zum Glück keine. Aber wirklich Autogramm draufschreiben, keine Schimpfwörter jetzt, ne? Freuen Sie sich jetzt für Hans-Peter Friedrich eigentlich? Also ich freue mich für uns, dass Hans-Peter Friedrich der neue Bundesinnenminister ist. Also freuen Sie sich über Gutenbergs Rücktritt? Das habe ich, nein. Ja, aber eins geht ja nicht ohne das andere. Und zwar suche ich den Hans-Peter Friedrich. Wissen Sie, wie der aussieht? Ja, der sicher ein bisschen so dunkelhaarig, grasige, kurze Haare. Aber ich verkneife mir jetzt gerade zu sagen, ich liebe ihn, damit es keinen bundesweiten Skandal gibt. Schönen guten Tag. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich suche die ganze Zeit den neuen Innenminister. Wissen Sie, Hans-Peter Friedrich? Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, steht vorhin. Ach, so sehen Sie aus. Entschuldigung. Ja, ich habe ein Foto, dann merken Sie sich das hier. Ja, das wäre nett. Ja. Vielleicht einmal in die Kamera lächeln. Ja, das machen wir. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Und zwar, man sieht ja dann doch die Erschütterung hier in den Gesichtern. Aber ich denke, wir müssen über die Krise reden. Wie geht's weiter mit dem FC Bayern München? So, der politische Aschermittwoch der CSU ist vorbei, aber ich bleibe hier sitzen, denn ich weiß, der Gutti, der kommt noch. Und ich gebe schon mal zurück ins Studio. Aber ihr schaltet nochmal zu mir zurück, ne? Prost. Ja, weg in Nordrhein-Westfalen gibt es natürlich nur noch ein Thema, das heißt Sparen. Aber die Parteien wollen das am Wahlabend so richtig krachen lassen, oder auch nicht. Ich zum Beispiel gehe zur SPD und ich freue mich drauf. Moment. Ich gehe zur SPD. Du gehst schön zur CDU. Was soll ich denn? Nee, Freundchen, das wurde ja vor. Soll ich festgelegt? SPD. Afro! You gotta fight for your right! Das ist Partyberichterstattung und mein Kollege ist bei der SPD. Und ich möchte hier ja, in nichts Stimmung, da wird die Stimmung wohl ganz schön im Keller sein. Ja! Da gehe ich auch mal von aus.
deshalb lassen Sie uns erstmal zuprosten, das ist ja viel wichtiger. Was also, haben Sie denn verbrochen, dass Sie hier hin müssen? Bitte? Machen wir zwei Flaschen Champus klar, Leute. Ja, ich habe hier noch einen Deckel liegen, auf den Namen Hannelore. Gut, das kann man, das Ergebnis kannst du auch nicht schönreden. Natürlich ist das schön saufen vielleicht. Schön, ach. Frau Bundeskanzlerin, komm jetzt mal bei mich bei. Frau Bundeskanzlerin. Könnte uns mal noch jemand Bier bringen? Sind die auch schon weg, oder? Ja. Eins, zwei, drei, sechs Stück. Mal Prost auf den Sieg. Auf den Sieg. Auf den Sieg. Noch ein Kita-Platz weniger. Ja, wie heißen Sie denn? Carsten. Achso, Andrea. Andrea? Ja. Frau Kraft, jetzt wäre es ja mal Zeit, der Person zu danken, die den Sieg erst möglich gemacht hat. Norbert Röttgen, oder? Sie sind gar nicht Herr Röttgen? Ich glaube, Herr Röttgen ist der Appetit vergangen heute Abend und ich esse noch. Also Sie sind ein Röttgen-Double sozusagen? Nein, ich bin auch kein Röttgen-Double, ich bin ein RTL-Moderator und Reporter. Ach so. Sie sind ein ZDF-Kollege, der auch mal meine Brille braucht. Brille ist gut, ich brauche Wasser. Ja. Hey, Carsten, das ist die geilste Wahlparty aller Zeiten. Oh. Du gehst bestimmt auch gerade total ab, oder? Yeah. Danke. Haben Sie Lust, mit mir noch ein bisschen abzudancen jetzt hier vor der Kamera? Wir legen da ein bisschen flotte Musik runter. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen gesungen und die Leute haben nicht schlagartig den Raum verlassen. Ganz kurz, nur nach dieser historischen Wahl. Wo ist denn die Toilette? Da müssen Sie außen rumgehen. Jetzt nochmal tanzen. Alles klar. Naja. Mensch, war ein Rissen. Ich habe langsam Mitleid, ehrlich. Ich komme jetzt zu dir, dich trösten. Carsten, ich habe uns was mitgebracht, was zu trinken hier. Von der SPD. Röttgen! Röttgen! Alter, du bist total stramm. Röttgen, hör auf. Das ist peinlich. Röttgen. Das ist fürs ZDF, das ist peinlich. Ja, ach, ich warte. Arschloch. Entschuldigung. Lutze.
Deutschland und Autos. Das gehört zusammen wie China und nachgebaute deutsche Autos. Und die geilsten Karren gibt's hier auf der IAA. Und hinter mir trifft gerade die Kanzlerin ein. Frau Merkel, wenn Sie jedes Jahr 195.000 Elektroautos kaufen, dann ist die Million noch zu schaffen bis 2020. Ach, ist die wieder stur heute. Warum werden so schöne Autos eigentlich immer neben schönen Frauen präsentiert? Die würden ja viel schöner aussehen neben einer hässlichen Frau, ne? Ja, wir wurden so positioniert. Ja. Also meine Ex-Freundin zum Beispiel ist sehr hässlich. Die würde gut passen, die könnte ich fragen. Ich glaube, das können wir schlecht beurteilen. Weil die ist sehr nett, aber eben sehr, sehr hässlich. Wir Deutschen, wir haben alles. Die schönsten Autos mit den edelsten Designs, immer geschmackssicher. Nur unser Verkehrsminister, der trägt mal wieder so einen affigen Fummel. Ist denn die Elektromobilwende das nächste Projekt nach der Maut, das Sie versenken wollen? Es wird genauso erfolgreich sein, wenn Sie das meinen. Das wir ja geringens auf den Weg gebracht, setzen es um und am Schluss werden alle da viel Freude haben. Genauso erfolgreich wie die Maut? Der Weg dahin ist steinig, das wissen wir. Ich habe eine kurze Frage. Wo haben Sie denn Ihr Elektroauto? Elektroautos haben wir nicht. Also generell nicht oder nicht hier? Generell nicht. Give me five. Stehe ich eh nicht drauf, oder? Auf Elektroautos? Ja, diese kastrierten Autos. Was für Tiere kann ich mit dem Auto denn überfahren? Weil mein letzter hat schon bei einer Bulldogge gestreikt. Aber es war notwendig. Im Grunde müssen Sie natürlich gucken. Wir haben vorne eine relativ große Bodenfreiheit. Das denke ich mal... Könnte bis zu einem liegenden Schaf gehen. Das macht doch Spaß, Kinder. Also das finde ich persönlich ein richtig geiles Auto, ein richtig schönes, fettes Auto. Wobei ich eigentlich gar nicht so ein großes Auto brauche, weil ich schon einen sehr großen Penis habe. Ja, das freut mich natürlich für Sie. Wobei das natürlich jetzt nichts mit der Penislänge zu tun hat, was für ein Auto man fährt. Aber es kann schon sein, dass es Leute gibt, die da Sachen ausgleichen müssen. Dafür haben wir diese Autos. Also der ist echt richtig, der ist richtig lang. Also der ist richtig lang. Das ist ein Mörderteil. Der ist so groß, ich könnte sogar ein Elektroauto fahren. Ja, nicht schön. Was für ein Auto fahren Sie? Ich fahre einen Seat Ibiza. Oh, Respekt. Wie lange muss ich jetzt mit der Kiste fahren, damit die Erderwärmung uns noch geilere Sommer nach Deutschland bringt? Oder? Ich glaube, wenn man sich den Wagen kauft, dann muss man sich um die Frage keine Gedanken machen. Ja, das ist relativ schnell. Ja, einmal Gas geben und... Und es ist schon 1 Grad wärmer. So ungefähr. Ja. Wow, eine Autosimulation vom ADAC. Da mache ich mit, weil wenn man jemandem trauen kann, dann dem ADAC. Ja, wer holt mich jetzt hier raus? Hallo! Und damit zurück nach Köln. Die AfD, sie feiert, sie hat es geschafft. Sie ist zum ersten Mal in einem Landesparlament. Was mich aber total schockiert, ich habe das Wahlprogramm gelesen. Die AfD ist überhaupt gar keine rechtspopulistische Partei, wie wir immer dachten. Es ist alles viel schlimmer. Die AfD, das sind einfach nur Spießer. Frau Petri, Sie stehen für traditionelle Werte. Sie wollen die 3-Kinder-Familie, jetzt haben Sie 4 Kinder. Welches soll weg? Wir sprechen uns für mehr Kinder in Deutschland aus. Also Sie wollen es nicht weggeben. Es gibt ja immer ein Kind, wo man sagt, ist ganz nett, muss aber nicht sein. Ich liebe meine 4 Kinder und freue mich über alle 4. Wäre auch nett, wenn Sie es ein Paar geben, das, sage ich mal, Schwierigkeiten mit dem Adoptionsrecht hat. Ein homosexuelles Paar zum Beispiel würde sich freuen. Nun, wir haben gar kein Problem mit dem Adoptionsrecht. Ja. Wir sind nur der Meinung, dass es so wenig Kinder in Deutschland zu adoptieren gibt und dass wir deswegen gar nicht über das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare sprechen müssen, weil genug andere Paare es nicht schaffen, ein Kind zu adoptieren. Hallo. Wir sind hier keine Opfer. Wieso denn nicht? Aber Sie sind doch bei der AfD. Ja, klar. Sie fordern ja eine Quotenregelung für deutsche Lieder im Radio. Richtig? Ja. Wer darf ins deutsche Radio? Wie ist mit Bushido? Bushido überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Ja, will ich auch nicht, aber wer sagt's ihm? Ich sag's ihm nicht. Ich sag's ihm. Ja? Bushido, verpiss dich. Bitte nochmal in die Kamera. Bushido, verpiss dich. Gut, der Mann ist tot, aber das ist nicht mein Problem.
So, Sie fordern ja eine Quotenregelung für deutsche Lieder im Radio. Wie gehen Sie mit Menschen um, die nach der Quotenregelung weiterhin Westradio hören? Ich bin in einer Generation der Bills. Ich bin in einer Generation der Bills. Entschuldigung, machen Sie sich gerade über die Sachsen lustig oder reden Sie wirklich so? Ich rede so. Ach so. Warum soll ich mich so lustig machen? Ich bin aus Sachsen. Ach so, okay, nee, weil das wäre ja sonst gemein, sich über den Dialekt lustig zu machen. Das wäre, und das ist nicht gut. Darum dachte ich. Warum denn? Nein, ich dachte, gibt's ja keinen Grund. Sie wollen ja die Zuwanderung einschränken. Wie viel Prozent Ausländer gibt es momentan in Sachsen? Das kann ich Ihnen so genau gar nicht sagen. Es tut mir leid. Ein bisschen über 2%? Könnte sein. Also nicht so viel. Um das mal in Relation zu setzen, es gibt deutlich mehr FDP-Wähler als Ausländer in Sachsen. Sie sind ja für die Strafbarkeit von Missmanagement. Jetzt haben Sie ja vor kurzem Insolvenz angemeldet. Wie lange sollte man Sie dafür verknacken? Also vor kurzem stimmt es nicht, sondern meine Firma hat im letzten Herbst schon Insolvenz angemeldet, so wie es vielen Gründern passiert. Ja. Da muss ich mich gar nicht mehr verstecken. Jetzt. Fragen Sie doch mal was Wichtiges aus unserem Wahlprogramm und nicht über die Deutschquote. Was wäre jetzt was Wichtiges zum Beispiel? Die Familienpolitik wäre so. Da habe ich schon abgehakt. Wichtig. Haben Sie abgehakt? Ja. Ich suche mir jetzt eine Frau und zeuge 3 Kinder. Heute Abend noch. Sagen Sie mal. Nö, das schaffen Sie nicht. Nicht abschlagen. Nee. Alles klar, doch. Das machen wir. Damit, mit diesen guten Vorsätzen, gebe ich zurück nach Köln. Doch, doch, ich bringe die Aktion jetzt. Ladies! Ach, was ist die Welt doch schön. Man darf nur nicht genauer hingoogeln, wie hier nach Pulheim bei Köln. Da ist optisch noch reichlich Luft nach oben. Grund für mich, Lutz van der Horst, aktiv zu werden. Ich gebe mich heute als Beamter für Tourismus aus, der das unscheinbare Städtchen für Google Street View aufhübschen möchte. Kein Unkraut soll stören, statt Kot vor der Tür, Haute Couture. Und kein Müllcontainer im Vorgarten soll das digitale Bild verschandeln. Erst dann werde ich die Freigabe für das Google Mobil geben. Mein Name ist van der Horst, hallo. Ich bin vom Amt für Tourismus und Stadtentwicklung, hallo. Und zwar haben Sie ja bestimmt gelesen, aber was... Aber ungeschminkt möchte ich das nicht. Ach, Sie sehen doch wunderschön aus. Na, da verarschen kann ich mich selbst. Ja. Nee, muss mich sagen. Mit dir aber nicht. Nee. Nein. Ja? Nein. Im Sinne von ja? Im Sinne von nein. Ja, was wiederum nicht in meinem Sinne ist. Aufgebrachte Bürger wollen aus der digitalen Google-Krake Kalamari machen. Es wird zurückgeschossen und gebellt. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Doch ich gebe nicht auf und habe Erfolg. Ja! Okay. Einige Anwohner denken mit. Wie, hast du ein neues Blümchen? Ist auf dem Tisch. Die Sonnenblume ist ja wohl Fritte, die hast du schon abgeschnitten. Die Sonnenblume ist Fritteline. Biene. Ja. Biene. So, jetzt wieder hinsetzen, in den Arm nehmen, ein bisschen knuddeln. Bisschen knuddeln. Knuddeln, liebhaben. Das Auto kommt. Ja. Das ist Pulheim 2.0. Statt Fritterblumen knuddeln für Google. Also es ist im Prinzip ganz easy. Wir machen im Prinzip nur ein schönes Foto von Ihrem Haus. Wir machen Sie es gerne. Machen Sie? Vielleicht kommen Sie auch mal runter. Nö, ich bin nicht gerne fotografieren oder so. Ja, Sie möchten nicht so gerne dann auch das Foto drauf. Ist aber kein Problem. Wir haben eine gecastete Ersatzfamilie, die würde sich dann einfach wieder... Der Bürgerwille wird selbstverständlich respektiert. Und es wird mit einfachen, aber wirksamen Mitteln ein optimales Resultat erzielt. Alle sind zufrieden. Hausbesitzer, Google... Und Pulheim. Das übrigens gar nicht mehr so scheiße aussieht. Von hier oben. Im Gegensatz zu Grönland. Da oben links. Hallo, ihr coolen Kids. Hey, böser Onkel. Kann ich da mal kurz mit? Meine. Ja, komm. Geh mal weg jetzt. Ich komme im Auftrag von Roland Koch. Das Kettka wird jetzt eingespart. Tschüss. Hey. Ja, wo könnte denn eurer Meinung nach gespart werden? Ja. Zum Beispiel bei Roland Kochs Haussender, dem ZDF. Der Schüler im Schraubstock des Bildungssystems. Super Vergleich, Herr Reporter. Ja, findest du denn auch, dass Roland Koch da mit seinen Sparvorschlägen eine ziemlich dicke Lippe riskiert? Wieso? Die hat er doch schon. Hey Kids! Ich will ein kleines Spiel mit euch spielen. Wer hat Angst vor schwarzen Gang? Sparen! 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 Nach diesen Sparvorschlägen möchtest du dem hessischen Ministerpräsidenten da mal gerne ein paar hinter die Kochlöffel geben?
Entschuldigung, Herr Reporter, aber für Ihre albernen Witze ist dieses Thema wirklich etwas zu ernst. Okay, kannst aber ruhig du zu mir sagen. Nee, das möchte ich nicht. Was machst du denn, wenn es zu Roland Kochs, wie ich finde, sehr angemessenen Sparplänen kommt? Das habe ich schon mit den anderen Kindern besprochen. Revolution! Und jetzt zurück ins Studio und du machst die Kamera aus, du Pisser!